Die WM rückt immer näher. Seid ihr schon aufgeregt? Und worauf freut ihr euch am meisten in Japan? Ja, aufgeregt wird jetzt immer so ein bisschen schlimmer, weil der Flug kommt ja immer näher. Und in Japan freue ich mich halt mal, eine andere Kultur kennenzulernen. Ich bin mal auf das Essen gespannt. Ja, und dort vor vielen Zuschauern Fußball spielen zu können. Aufgeregt, so hin und wieder ein bisschen. Klar, WM ist jetzt was Besonderes und freuen unheimlich. Wir hatten ein super Vorbereitungsturnier im Frühjahr, was eine ganz tolle Reise war. Vielleicht die schönste Fußballreise, die ich bis jetzt gemacht habe. Und klar, das, was wir im Frühjahr erlebt haben, wollen wir nochmal toppen. Also, auf was ich mich freue, ist natürlich aufs gute Essen, aufs gute Sushi, schönen Fußball. Und da wir im März ja schon mal da waren und ich auch dabei war, bin ich eigentlich nicht ganz so aufgeregt. Den kenne ich schon fast und ja, ich bin jetzt einfach, die Vorfreude ist größer als die Aufregung. Naja, aufgeregt ist man vor der ersten Weltmeisterschaft natürlich. Ich bin mal gespannt, wir waren ja im März schon mal dort gewesen, wir sind sehr gastfreundlich empfangen worden. Das rechnen wir uns jetzt natürlich auch für die Weltmeisterschaft aus, dass die Japaner die Gäste aus aller Herren Länder sehr freundlich begrüßen. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob wir das auf dem Platz umsetzen können, was wir im letzten Trainingslager uns hart erarbeitet haben. So aufgeregt bin ich noch nicht. Ich denke mal, das kommt dann, wenn man dann im Hotel ist, vielleicht den Platz zum ersten Mal sieht, denkt, dann geht es wahrscheinlich los. In Japan, ich freue mich grundsätzlich auf die WM. Also das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft, gigantisch. Also ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Also aufgeregt bin ich auf jeden Fall ein bisschen. Es ist ein großes Turnier, wir sind das erste Mal dabei. Zum Glück für mich jetzt nicht das erste Mal in Japan. Ich war dieses Frühjahr schon da. Ich freue mich auf die Leute, ich freue mich auf die neuen Teams. Ich freue mich, Zeit mit dem Team zu verbringen, unserem Team hoffentlich viel Spaß zu haben und vielleicht mit den Pokalen auszukommen. Das wäre natürlich genial. Ja, ich bin richtig aufgeregt, mein Puls steigt, ich schwitze schon und ich kann nicht mehr warten. Ich will jetzt ins Flieger und Richtung Japan fliegen. Ja klar, ich freue mich tierisch. Ja, es wird zwar ein langer Flug, aber man kann sich ja sicher lange unterhalten, intensiv und ein paar Filme anschauen, Musik anhören. Und ja, zur WM, ja, ich freue mich und ja, dass es bald losgeht. Könnt ihr denn schon ein paar Worte Japanisch? Ja, auf jeden Fall. Also zur Begrüßung sagt man Odowadenki deska, das heißt sowas wie geht es dir gut? Und dann natürlich Arigato, danke und Sayonara. Ja. Ich glaube, ich komme damit zurecht. Hoffe ich da. Ja, das letzte Mal habe ich Arigato gelernt, was vielen Dank heißt. Und was ich schon vorher gewusst habe, das ist Ganbai, was ja Prost heißt beim Anstoßen. Das war bei uns schon immer schon eine ganze Weile mit meinen Kumpels der Anstoßruf auch am Lagerfeuer. Sayonara. Habt ihr irgendwelche Glücksbringer mit im Gepäck dabei? Ja, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber ich habe natürlich was dabei. Ich kann es auch mal gerne die Kamera zeigen. Das ist der kleine Watson, auch schon total in WM-Vorfreude mit seinem Deutschlandschal. Also ich hoffe, dass er uns viel Glück bringt und mir vielleicht als Stürmer das ein oder andere Tor beschert. Also ich habe schon einen Glücksbringer dabei, so was man immer so mitnimmt, kuscheltiermäßig, bin ich auf jeden Fall gut ausgestattet. Und ansonsten habe ich noch einen Schal von den Rimpaarer Handballern dabei, die sind momentan so stark in ihrer zweiten Bundesliga, die versprühen so einen Teamgeist, richtig gigantisch. Und vielleicht hilft uns der Schal eben, genauso einen Teamgeist zu versprühen und genauso erfolgreich zu sein. Wie war das letzte Trainingswochenende? Seid ihr fit für die WM? Also das letzte Wochenende war insofern ganz gut, dass wir uns nicht noch irgendwo kleine Verletzungen zugezogen haben. Wir haben auch keine übermäßig anstrengenden Übungen gemacht, viele kleine taktische Sachen, kleine Zwei-Mann-Übungen. Und insofern hat sich eigentlich jeder ganz fit präsentiert. Das müssen wir jetzt in den Turnierstart reintragen und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Deutschland ist mit Spanien, Argentinien und Südkorea in einer Gruppe. Welcher Gegner wird der schwierigste sein? Am schwierigsten einzuschätzen ist bestimmt Argentinien, weil die kennen wir einfach gar nicht. Auch wenn wir Südkorea jetzt nicht kennen, aber da weiß man von Videos und so, dass man die mehr Richtung Spielweise Japan einschätzen kann. Und Spanien kennen wir sowieso schon jahrelang durch Beobachtungen und durch unser Halbfinale letztes Jahr. Da
Dadurch, dass sich da auch die Spieler nicht groß verändert haben, wissen wir auch, dass es eigentlich dasselbe geblieben ist. Argentinien ist die große Unbekannte, denke ich mal, aber natürlich werden wir schon vorsichtig sein und auch bei den anderen beiden gucken, dass wir da ganz ruhig und besonnen ins Spiel gehen und erstmal schauen, wie sich das so entwickelt und dann unsere Chancen zu nutzen. Euch hat das Video mit den Interviews gefallen? Dann dürft ihr es natürlich gerne teilen und liken.